Herzlich willkommen zurück bei Inside Weiermann, unserer Videoreihe, mit der wir Informationen und Hintergrundwissen aus der Mälzerei direkt zu euch in die Brauerei schicken. Mein Name ist Ulrich Ferstl, ich bin Teamleiter Direktkunden und Lebensmittelapplikationen bei Weiermann Malz und heute möchte ich mit euch über unser Portfolio an Karamellmalzen sprechen. Wir sprechen heute über Karamellmalze. In einem anderen Video haben wir schon über die Basismalze gesprochen. Die Basismalze bringen uns als erstes den Extrakt, die Basismalze bringen uns die Enzymatik und die Basismalze bringen uns eine Grundaromatik in unser Bier. Mit den Karamellmalzen können wir jetzt aber das i-Tüpfelchen auf alles setzen. Unserer Philosophie bei Weiermann folgend bringen wir mit den Karamellmalzen Farbe und Geschmack ins Bier. Beginnend mit unserem hellsten Produkt Carapilz bis hin zu unserem dunkelsten Cara-Aroma von 5 bis 400 ist die Farbe, das Farbspektrum komplett abgedeckt. Genauso wie die Aromatik, wo wir ganz leicht unterstreichen die Malzsüße bis hin zu trockenen Früchten, also Aromatik von trockenen Früchten, dunklen Karamell ins Bier bringen können. Die Karamellmalze werden auch komplett anders hergestellt, als es bei Basismalzen der Fall ist. Bei Basismalzen haben wir darüber gesprochen, wir weichen, wir keimen, wir darren. Das machen wir auch bei den Karamellmalzen. Der Unterschied zu den Basismalzen ist, wir gehen nicht auf die Darre, sondern wir gehen aus dem Saladinkasten direkt in die Trommel, in die Karamellisierungs- bzw. Rösttrommel. Weiermann hat vor über 140 Jahren angefangen mit Trommeln zu arbeiten, denn das ist eine Technologie, mit der ich eben dann auf die feinen Nuancen eingehen kann. Ich brauche natürlich erst den klassischen Mälzungsprozess, in dem ich ja, die Enzyme aktiviere und so weiter. Und dann gehe ich mit dem Grünmalz mit einem Wassergehalt von über 45% in die Karamellisierungstrommel. Dort ziehen wir dann die Temperatur auf so ungefähr 70 Grad. Die 70 Grad werden den Brauern unter euch bekannt vorkommen. Das ist so die klassische Temperatur der Verzuckerung, der Verflüssigung. Und wenn wir den Punkt erreicht haben, dass praktisch im Malzkorn der flüssige Zuckertropfen ist, dann ziehen wir die Temperaturen hoch auf 100, 130, 160, je nach entstehender Sorte am Ende. Und über die Temperatur und die Zeit gestalten wir dann Farbe und Aroma in den Produkten. Weiermann produziert seine Karamellmalze von Tag 1 an, seit über 140 Jahren in Trommeln. In Trommeln haben wir den großen Vorteil, dass wir durch die ständige Bewegung die Homogenität der Temperatur auf jedes einzelne Korn garantieren können und damit ergibt sich die Möglichkeit, sehr, sehr gleichbleibend und gleichmäßig die Farbe einzustellen. Ergibt für den Brauer den großen Vorteil, dass er sich immer auf die Farbe des Produkts verlassen kann. Und wir haben den großen Vorteil, dass wir in sehr, sehr engen Farbkategorien arbeiten können. Das ist nur möglich durch die Bewegung, durch die dynamische Produktion, was auf einer statischen Darre in dem Fall nicht möglich ist. Die Produktion in der Trommel gibt uns das Potenzial, die Karamellmalze von sehr hell, von 5 EBC bis hin zu 400 EBC darzustellen. Ihr könnt euch vorstellen, genauso lückenlos wie das Farbspektrum von 5 bis 400 abgedeckt ist, ähnlich ist es mit dem Aromaprofil. Ja, wir haben ganz
unterstreichend eine Süße, eine Malzigkeit in unserem Carapils. Wir gehen dann über die Honignoten, die wir in unserem Carabelch zum Beispiel finden, über so dunkles Karamell, nussige Aromen, die wir mit unserer Caramünch-Reihe abdecken, bis hin zu den Noten von Trockenfrucht, dunkle Schokolade, Kakao, erste Schokoladennoten, was unser Cara-Aroma mitbringt. Diese Vielfalt gibt dem Brauer die Möglichkeit, mit allen Aromen, mit allen Facetten in seinen Bieren zu spielen, während er gleichzeitig die Farbe für sich kreativ einstellen kann. Und wenn er das einmal getan hat, dann bieten wir ihm mit der engen Spezifikation, die wir ihm anbieten, wie jetzt bei unserer Caramünch-Reihe. Wir haben da drei verschiedene Varianten in sehr engen Farbspektrum. Geben wir ihm die Möglichkeit, dass er sein Bier, sein Rezept auch wieder reproduzieren kann. Er kann sich also auf seine Spezialmalze als Begleiter für ein aromatisches, wunderschön farblich abgestimmtes Bier verlassen. Die Karamellmalze bringen neben Farbe und Geschmack weitere Benefits in die Biere. Und zwar die hellen Malze, vor allem Carapils, Carahell, helfen für die Schaumentwicklung und die Schaumstabilität, während alle echten Karamellmalze, wie Sie sie von Weiermann bekommen, mit den Maillard-Produkten auch mithelfen, den pH zu senken und so in die Optimas für Enzyme und weitere Parameter zu kommen. Uns Kundenberater wird immer wieder die Frage gestellt, Crystal, Karamellmalz, gibt es da Unterschiede? Für uns bei Weiermann gibt es Unterschiede, es gibt einen großen Unterschied. Karamellmalz ist ein vollkommenes Malz, ist ein Malz von der Verflüssigung über die Farbentwicklung bis vor allem die Finalisierung und das Aroma, der Geschmack im Produkt, während Crystal nur ein Teilprozess des Ganzen ist. Deswegen haben wir uns auch entschieden, all unsere Malze, unsere Karamellmalze mit der Abkürzung Cara zu beginnen, um auf die volle Karamellisierung der Produkte hinzuweisen. Herzlichen Dank, dass ihr mir die Zeit geschenkt habt, Inside Weiermann zu folgen. Ich wünsche euch viel Erfolg und Spaß mit unserer Karamellmalzlinie, um Geschmack und Farbe unserer Philosophie zu folgen, in eure Biere zu bringen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Prost!